Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Menschenrechtsverletzungen in den drei genannten Staaten, den Maghreb-Staaten, die von Kirchen, Verbänden, Menschenrechtsorganisationen nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret beschrieben werden, konkret belegt werden, unter Angabe von Quellen, erfüllen aus unserer Sicht die drei Maghreb-Länder nicht die Voraussetzungen, um als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden zu können. Und zwar dies sowohl nicht nach deutschem Verfassungsrecht, hier haben wir die Anforderungen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch nicht nach Unionsrecht. Daher lehnen Grüne den Gesetzentwurf der Bundesregierung ab. Das wird nach den üblichen Verfahren im Bundesrat zu einer Enthaltung führen, wenn der Koalitionspartner im Kabinett, das entscheidet ja nicht das Parlament, sondern das Kabinett, wenn der Koalitionspartner zustimmen möchte. Das ist nicht zum ersten Mal so und auch ein ganz normaler Vorgang. Ich finde es schon einen ziemlich ungeheuerlichen Vorgang allerdings, wenn die Bundesregierung komplett alle Stellungnahmen, die im Anhörungsverfahren vorgelegt wurden von unabhängigen Sachverständigen, alle Stellungnahmen, die zu dem Schluss kommen, dass der Gesetzentwurf unvereinbar ist mit den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts und der Asylverfahrensrichtlinie der EU. Wirklich alle Sachverständigen. Die Kirchen sagen das, Pro Asyl, Rechtsanwälte, namhafte Juristen, alle kommen zu dem Schluss, dass der Gesetzentwurf diesen Kriterien nicht genügt. Und mit welcher Arroganz und Ignoranz die Bundesregierung einfach darüber hinweggeht und nichts von den Bedenken aufgreift, finde ich schon ungeheuerlich. Hinzu kommt, dass der Bundesrat, hier auch Zweifel geäußert hat in einer mehrheitlichen Entscheidung, in einer Resolution. Und die Gegenäußerung der Bundesregierung auch hier keine der Bedenken aufgreift und im Wesentlichen ausräumt. Und wenn es nicht so schlimm wäre, könnte man darüber hinweggehen. Aber es geht ja hier nicht um Aufzeigen irgendwelcher Probleme, sondern um das Aufzeigen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen. Verletzung des Folterverbots, Verfolgung in den Ländern Homosexueller, Defizite bei der Presse- und Meinungsfreiheit, keine unabhängige Justiz und so weiter und so fort. Alles Fehlanzeige von der Bundesregierung werden diese Argumente überhaupt nicht aufgegriffen. Das allein würde reichen für unsere Ablehnung, aber nein, es gibt noch einen wesentlichen Grund, warum wir Grüne ablehnen, nämlich weil dieses Gesetz reine Symbolpolitik ist, die uns nicht weiterhilft bei den tatsächlichen Problemen, die wir in diesem Land haben. Denn die Einstufung, Herr Cooper, diese Einstufung wird nichts an den Rückführungsproblematik, die wir haben, ändern. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, allein in Nordrhein-Westfalen, Frau Güler, 1300 marokkanische Flüchtlinge. Die Asylverfahren sind abgeschlossen. Die sind vollziehbar ausreisepflichtig, Herr Cooper, 1300. So, und jetzt, der Minister hat es heute Morgen im Morgenmagazin ja im Interview erläutert, woran scheitert das denn, dass sie nicht zurückgeführt werden können? Die Regierung von Marokko sagt, ja, wir nehmen die zurück, aber nur mit der staatlichen Airline und dann maximal 4 pro Flieger, einmal in der Woche. Und wenn der Pilot dann sagt, die nehmen wir auch mit. Wenn man das jetzt mal runterrechnet, das kann man ganz schnell ausrechnen, 1300, 4 pro Woche, selbst wenn das alles klappen würde, würden wir 6 Jahre brauchen, um die Menschen zurückzuführen. Herr Cooper, diese Problematik hat nichts, aber auch gar nichts, 0,0 mit diesem Gesetz, den Sie unbedingt wollen, hier zu tun und trägt nicht zur Lösung dieser Probleme bei. So, nach vorne, was brauchen wir denn dann? Nach vorn, wir brauchen nach wie vor das Personal beim BAMF. Ich will da auch nicht das Bemühen des Bundesamtes hier in Abrede stellen, aber da liegt der Schlüssel. Wir brauchen mehr Personal beim BAMF, eine zügige Bearbeitung der neuen Anträge, die kommen. Und für die Ausreisepflichtigen, die ja schon da sind, brauchen wir eine Bereitschaft der Herkunftsländer, diese Ausreisepflichtigen eben auch zurückzunehmen. Und da ändern hier ihre ganzen schönen Gesetze nun mal gar nichts dran, dass die das wohl offenbar nicht wollen. Wir brauchen die unbürokratische Ausstellung von Passersatz
Staatspapieren. Wir brauchen die Akzeptanz von Sammelchartern. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube auch, ein Rückkehrprogramm für die freiwillige Rückkehr mit Anreizen für eine freiwillige Rückkehr würde hier unter Umständen hilfreich sein. Das alles hat sich bei den Balkanländern bewährt, würde sich hier auch bewähren. Und wenn Sie wirklich, Herr Cooper, an der Lösung der Probleme interessiert wären, würden Sie hier nicht diese Anträge zum wiederholten Male stellen. Letzte Anmerkung. Ich finde es unverschämt, wenn ich mir die Bundestagsdebatte anhöre, mit welchen Zitaten hier die CDU-CSU-Fraktion auffällt. Der innenpolitische Sprecher Stefan Mayer sagte im Bundestag, mit der Einstufung können wir die vielen, die keinen Schutz verdienen, schneller außer Landes bringen. Diese Äußerungen sind schlicht und einfach falsch. Und ich finde es fahrlässig, das immer wieder hier in den Raum zu stellen und den Leuten zu suggerieren, da machen wir mal schnell ein Gesetz und dann haben wir die Probleme gelöst. Das ist nachweislich nicht so. Und ich bitte Sie, auch diese Unterstellung zu lassen. Vielen Dank, Frau Kollegin Düker.